Hallo, liebe Stiere, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den März 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. In der Infobox, liebe Stiere, findet ihr sämtliches, was euch interessieren könnte. Ich weise da immer wieder drauf hin. Ihr könnt die Karten euch genauer ansehen, die ich in meinen Readings verwende. Ihr findet Social Media Links von mir, ihr seht Infos und Special Videos dort unten aufgelistet, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Natürlich findet ihr auch das weiterführende Reading über diese Legung dort, die ihr im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne wahrnehmen könnt. Müsst ihr nicht, natürlich auch das Jahresreading für 2022 könnt ihr dort finden. Alles drum und dran, also ein Blick lohnt sich immer mal wieder in die Infobox und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den März 2022 meiner Stiere. Das ist mit dem Strom. Mit dem Strom ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne, liebe Stiere. Und bei mit dem Strom dieser Hauptenergie verbindet man oftmals eine Situation, einen Umstand, oftmals auch das Alltägliche, das man einfach laufen lassen kann. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass viele von euch auf ein ganz bestimmtes Ziel hinzuarbeiten bzw. darauf hinauszielen oder abzielen tatsächlich. Und ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen mit dieser Hauptenergie, dass viele von euch alles ja, dafür schon in die Wege geleitet haben, dass etwas Bestimmtes, Angestrebtes passiert und realisiert wird. Ihr verfolgt hier einen Plan und für diesen Plan habt ihr schon ja, im Prinzip die Weichen gestellt, wie man so gerne sagt. Jetzt heißt es hier teilweise nur noch abwarten, bis die Zeit gekommen ist. Beziehungsweise kann ich mir hier auch sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch sich nun zurücklehnen können und warten auf den Lohn für die Mühe sozusagen. Ich bin hier sehr gespannt, was mir die Karten gleich im Detail dazu verraten können. Die Zahl 7 kann eine Zahl von größerer Bedeutung für euch sein, potenziell im März. Das ist eine relativ weit verbreitete Glückszahl, soweit ich weiß. Vielleicht auch ist das eine der euren. Das wisst ihr natürlich selbst besser als ich, liebe Stiere. Aber mal sehen, was die Karten uns gleich verraten können. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den März 2022 meiner Stiere. Das ist der Stern. Beim Stern spricht man oftmals von einem Ziel, einem Wunsch, einem Traum, der einem sozusagen auch so viel wert ist, dass man daran arbeitet, dass man dahinter ist, dass man da Elan reinsteckt, Hingabe reinsteckt, beziehungsweise natürlich auch tätig wird. Der Stern hat teilweise, das ist in manchen Konstellationen dann der Fall, eine bestimmte Heilungsenergie. Es ist eine der drei Heilungskarten im Tarot. Er kann für Fruchtbarkeit stehen, das ist aber dann sehr, sehr speziell. Weiterhin kann er auch für die Ferne stehen. Ferne kann ich hier drin erkennen mit dem Strom, dieses Schiffchen auf dem weiten Meer und der Stern für die Ferne stehend. Einige von euch zieht es hier in die Ferne. Teilweise plant man hier einen Umzug möglicherweise, einen Besuch, eine Reise. Kann das hier auch tatsächlich bedeuten, im Speziellen für ein paar von euch. Ich meine aber dennoch, die Hauptbedeutung dieses Sternes hier ist das große Ziel, der Wunsch, der Traum, den viele von euch, wie auch schon hier bei der Hauptenergie erklärt, verfolgen, erreichen möchten. Und viele haben auch schon alles Nötige dazu in die Wege geleitet. Wie geht es weiter? Die Sechs der Schwerter. Das ist die Karte, die man am ehesten mit der Hauptenergie vergleichen kann. Dieses Boot auf dem Meer oder hier ist es ein See, denke ich. Welches tatsächlich eine ganz bestimmte Richtung angepeilt hat, einen ganz bestimmten Kurs verfolgt, beziehungsweise ein ganz bestimmtes Ziel schon vor Augen hat. Diese drei Karten sind sehr, sehr authentisch im Prinzip, haben gleiche Bedeutungen, beziehungsweise weisen alle drei darauf hin, dass ihr genau wisst, wo ihr hin wollt, liebe Stiere. Ein übergeordnetes Ziel, beziehungsweise so etwas wie die Endstation eures Bestrebens, ist euch bereits bekannt. Und ihr macht hier tatsächlich sehr, sehr große Schritte darauf zu. Viele von euch werden hier weniger noch auf Widerstände stoßen, weniger auf Strapazen stoßen. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch tatsächlich schon in der richtigen Richtung sind, dass ihr ja im Prinzip jetzt auch gar nicht mehr lenken oder steuern müsst, sondern es heißt jetzt nur noch sozusagen abwarten, bis die Zeit gekommen ist, um eben dann tatsächlich an der Endstation eures Bestrebens
angekommen zu sein. Diese drei Karten weisen schon sehr, sehr stark auf ein derartiges Szenario hin. Wie geht es weiter? Das ist die Herrscherin. Die Herrscherin steht in den meisten aller Fällen für diejenigen, für die das Reading ist. Für euch, liebe Stiere, ist dies tatsächlich eine eurer typischen Tarotkarten, weil sie die Venus repräsentiert und die Venus ist euer Herrscherplanet, genauso wie der Wagen. Die Herrscherin ist eine sehr mächtige, einflussreiche Person. Es ist hier eure Energie verzeichnet. Es kann hier in bestimmten Fällen, und jetzt komme ich nochmal auf die Fruchtbarkeit des Sternes hier zurück, weil hier schon zwei Karten da sind, die mit Fruchtbarkeit in Verbindung stehen. Wenn ich jetzt noch die 9 der Münzen habe, habe ich die dritte. Und es kann hier sehr, sehr gut im Speziellen der Fall sein, dass so etwas wie Familienplanung oder Nachwuchs eines eurer Ziele ist. Und wenn das der Fall ist, und natürlich ist das ganz speziell und maximal für 1, 2, 3 Personen von euch der Fall, dass man hier schwanger werden möchte, dann sehe ich hier, dass die Karten sehr, sehr gut dafür ausschauen, dass die Sterne günstig stehen, kann man natürlich auch sagen. Aber dass viele von euch in dem Sinne ihr Ziel sehr bald erreichen werden. Aber wie schon gesagt, das ist speziell. Die Herrscherin hat auch viel mit dem Wachstum zu tun. Das ist eine Person, die reif wird, eine Person, die sich etabliert, beziehungsweise teilweise über sich hinaus wächst tatsächlich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch eine derartige Etablierung hier mit diesem Zielwunschtraum angestrebt haben. Es kann hier in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen gehen, liebe Stiere. Es kann hier eine besser bezahlte Stelle im Job angestrebt sein. Teilweise möchte man hier tatsächlich Familienplanung, Familiengründung. Andere von euch möchten in gewisser Weise an sich arbeiten, damit man sich selbst besser macht oder verbessert tatsächlich, möchten vielleicht ein paar Laster hinter sich lassen oder Angewohnheiten, die nicht unbedingt positiv sind, also so etwas wie ein bisschen abnehmen oder sich das Rauchen abgewöhnen oder gesünder sich ernähren, etwas derartiges. Das streben hier einige von euch an, aber eine Etablierung, die am Ende zu einem höheren Ansehen führt. Das streben hier sehr, sehr viele an. Manche im Beruf, manche in der Familie, manche im Freundeskreis. Das kann hier sehr different sein. Wie geht es weiter? Das ist die 10 der Stäbe. Bei den 10 der Stäben handelt es sich um eine Art Kraftakt. Man kann hier auch oftmals sagen, dass man eine Bürde hat oder dass man sehr viel arbeiten muss. Etwas belastet hier einen teilweise. Beziehungsweise sehe ich hier in der Spiegelung zu den 6 der Schwertern, dass man auch mit diesem Zielverfolgen an der Endstation sozusagen einiges an Ballast abwerfen möchte. Ich kann mir hier aber auch sehr, sehr gut eine Entlastung in dem Sinne vorstellen, dass hier viele von euch vorsorglich arbeiten, Vorsorge sozusagen in ganz bestimmte Bereiche ihres Lebens bringen möchten, frei nach dem Motto: Im Moment muss ich mich anstrengen, jetzt strenge ich mich an, jetzt ist die Zeit, damit ich später rasten kann. Also das ist hier so etwas wie lieber gleich und später habe ich es dann etwas leichter als etwas Schwerwiegendes, etwas, wo man viel tüchtig sein muss, viel Arbeit reinstecken muss, viel Zeit reinstecken muss, dass man das aufschiebt. Lieber gleich als später ist hier eine Devise von vielen von euch angesichts eures Bestrebens. Wie geht es weiter? Die Sonne. Genau das ist hier tatsächlich der Fall. Man sieht es hier sehr, sehr gut, dass viele von euch jetzt im Prinzip reinhauen, jetzt im Prinzip tatsächlich tüchtig werden, aktiv werden, dass man hier Vorsorge trägt für etwas, was man dann später nicht mehr machen muss. Es kann sich hier um so etwas wie Altersvorsorge handeln. Es kann sich hier um Vorarbeiten handeln, dass einige von euch eventuell wissen oder ahnen vielleicht auch nur, dass in der Zukunft eventuell, das ist ein Beispiel, arbeitstechnisch sehr viel auf euch zukommt, weil in 2, 3 Monaten irgendjemand in Rente geht und ihr dann diesen Part miterleben müsst. Es kann sich hier um eine Einarbeitungsphase handeln, wo man jetzt tatsächlich mehr Arbeit leisten muss, wo man jetzt im Prinzip sich mehr reinhängen muss, vielleicht jetzt Überstunden machen muss, damit dieser Umstand später
angenehmer wird, als wenn man diese Arbeit nicht tun würde. Ich hoffe, ihr kommt damit. Es ist sehr speziell, aber es ist hier tatsächlich recht deutlich dargestellt. Aber das mit der Arbeit und mit jemandem, der in Rente geht, war natürlich nur ein Beispiel. In der Zukunft wartet hier eine gewisse Freiheit auf euch, eine gewisse Fröhlichkeit, eine Heiterkeit und auch Positivität und Optimismus ist hier in der Sonne verkörpert. Und dafür strengt man sich an. Dafür möchte man sich hier reinhängen. Dafür leistet man nun sozusagen Schwerstarbeit, kann man sagen, beziehungsweise kann man hier auch erkennen, dass viele von euch jetzt vermehrt Elan, vermehrt Mut, vielleicht aber auch hier, ja, vielleicht auch tatsächlich körperliche Arbeit, vielleicht auch natürlich mentale Arbeit. Definitiv läuft man hier auf Hochtouren sozusagen, damit man später es leichter und angenehmer hat. Die Vier der Kelche ist hier im Outcome. Bei den Vier der Kelche spricht man häufig von verpassten Chancen bzw. einem Ablehnungsthema. Die Vier der Kelche hat tatsächlich mehrere Deutungsvarianten. Man kann hier auch vom Eigensinn sprechen, beziehungsweise auch von der Sturheit oder vom Egoismus kann man hier teilweise sprechen. Ich sehe diese Vier der Kelche hauptsächlich so an, dass man meint, etwas zu verpassen. Da sie hier im Outcome ist, das ist zukunftsbezogen, viele von euch hängen sich hier tatsächlich stark rein, weil man meint, in Zukunft nicht mitkommen zu können, weil man meint, in Zukunft etwas zu verpassen oder bestimmte Chancen nicht ergreifen könnte. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Natürlich ist diese Deutungsvariante sehr speziell und ist auch viele von euch in differenten, ja, Angelegenheiten tatsächlich anzuwenden. Eine Klärung zum Stern. Das ist die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe, häufig eine Karte, die auf ein Trauma hindeuten könnte, auf etwas Negatives, in den meisten aller Fällen potenziell auch Verletzendes oder Enttäuschendes, was für viele von euch in der Vergangenheit passiert ist. Das ist eine klassische Vergangenheitskarte. Man sagt, hier errichtet man einen Zaun, beziehungsweise man versucht, sich abzuschotten oder sich ein Stück weit unantastbar zu machen gegenüber etwas, was in der Vergangenheit passiert ist und euch tatsächlich auch wehgetan haben könnte. Ein Schmerz ist hier drin zu verzeichnen. Man sagt, es ist der verwundete Krieger oder der Wounded Warrior, sagt man auch. Und in der Klärung auf den Stern ist das Heilungsenergie. Und das ist hier das Schöne, dass viele von euch hier Stück für Stück über eine Belastung, ja, drüber hinauswachsen, diese verarbeiten, diese entweder akzeptieren oder vielleicht sogar heilen können. Hier ist ein Umstand in der Vergangenheit dargestellt, der nicht gerade der schönste oder der leichteste war zu ertragen, liebe Stiere. Das kann natürlich in vielerlei Bereichen Anwendung finden. Und dadurch, dass man hier ein Ziel vor Augen hat, für das es sich lohnt, vorzuarbeiten, für das es sich lohnt, jetzt schon reinzuhängen, da werden viele von euch etwas, was in der Vergangenheit euch sozusagen runtergemacht hat, vielleicht auch zurückgehalten hat, vielleicht träge, müde gemacht hat, mürbe gemacht hat, das werden hier viele von euch dadurch verarbeiten bzw. tatsächlich auch heilen in dem Sinne. Eine Klärung zu den 6 der Schwerter. Die Kraft. Die Kraft steht oftmals für Mut und für Tapferkeit, Zähne zusammenbeißen. Es ist hier definitiv aber auch dargestellt, dass für viele von euch dieses Vorhaben, das, was ihr hier realisieren möchtet, tatsächlich eine Art Kraftakt darstellt. Das ist hier zu sehen und das ist hier in der Spiegelung zu sehen. Diese 6 der Schwerter, ein Vorankommen auf zu neuen Ufern, aber tatsächlich weiß man hier, wo man hin möchte. Eine sehr, sehr ähnliche Auslegung natürlich wie die Hauptenergie hier. Und nehmen wir an und stellt euch das metaphorisch bildlich vor. Ihr sitzt in einem Boot, ob jetzt alleine oder mit mehreren Personen, ist völlig egal. Ihr sitzt hier in einem Boot und wisst ganz genau, auf welche Insel ihr möchtet. Allerdings hat man hier natürlich mit Seegang zu kämpfen, mit den Wellen zu kämpfen, teilweise mit Gefahren, teilweise mit dem Wetter, wie auch immer. Also es gibt hier definitiv Strapazen, denen man sich stellen muss. Es gibt Dinge, die man auf sich nehmen muss, Dinge, die man erledigen muss.
oder wo man sich eben reinhängen muss. Das ist völlig klar. Man braucht eine gewisse Belastbarkeit dafür, man braucht aber auch Ehrgeiz, man braucht den Willen dafür, dieses Ziel auch zu erreichen. Und viele von euch sehe ich hier tapfer durchhalten, belastbar zu sein, beziehungsweise auch kräftig zu sein. Also kräftig natürlich dann, wenn es sich hier um körperliche Arbeit handelt. Teilweise kann man natürlich auch stark sein im mentalen Sinne, ne? Also wenn man hier zum Beispiel sich viel Stress auflädt, werdet ihr hier mit diesem Stress aber tatsächlich auch fertig werden. Ihr habt hier tatsächlich alles, was man benötigt, um dieses Ziel zu erreichen. Besonders ist es aber hier so, dass man hier dieses Ziel in Zukunft schon absehen kann und man schon drauf zu arbeitet oder darauf hinarbeitet, um es später leichter zu haben. Das ist hier so die Kernsache oder die Kernaussage. Eine Klärung zur Herrscherin. Die vier der Stäbe. Ein festes Fundament, Vertrauen, Sicherheit, Aufrichtigkeit, Treue, Ehrlichkeit. Das ist eine sehr, sehr positive Karte. Mit den vier der Stäben auf die Herrscherin, auf euch hier geklärt. Seid ihr hier dabei, eine Basis zu schaffen, ein Grundfundament zu schaffen? Speziell handelt es sich hier für viele von euch um einen Hausbau, um einen Wohnungsausbau, möglicherweise Renovierungsarbeiten oder einen Anbau. Das hier ist oftmals eine Karte, die auf ein Haus oder die Häuslichkeiten hindeutet. Ich habe hier eine Schuftkarte, also eine Schwerarbeitenkarte. Das hier ist Zielorientierung. In dem Fall kann ich sagen, speziell handelt es sich für einige von euch um genau das hier. In den meisten aller Fällen vier Stäbe auf Herrscherin. Das ist eine Person, die eine Basis potenziell mit einem bestimmten Menschen oder für einen bestimmten Menschen schaffen möchte. Und diese Basis ist meistens geprägt von mehreren Säulen, die tatsächlich dann einen Bezug, eine Beziehung, eine Partnerschaft, eine Ehe oder die ganze Familie tatsächlich stemmen und tragen sollen. So kann man sich das tatsächlich vorstellen. Allerdings kann ich hier auch schon die ersten Teilerfolge sehen, mit der Sonne hier hinten sowieso und mit dem Stern hier auch schon, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, dass ihr sehr vieles gerade richtig macht und später werdet ihr euch selbst danken oder es wird sich tatsächlich auszahlen, dass ihr jetzt schon mit der Arbeit an diesem Ziel, an diesem Wunsch, an diesem Traum angefangen habt. Dann habt ihr nämlich später weniger zu tun, beziehungsweise es leichter. Eine Klärung zu den 10 der Stäben. Die 3 der Stäbe. Ihr habt hier sehr, sehr viele Stabkarten. Stabkarten bedeuten Leidenschaft, Hingabe. Sie bedeuten aber auch Arbeit, Elan und ja, teilweise auch wirklich dieses Herzblut, was man in eine Sache reinsteckt. So kann ich es gerne umschreiben. Ihr habt hier Stabkarte, Stab, Stab, Stab. Ihr habt hier sehr, sehr viele Stabkarten, auch Kraft, ne? Also Kraftakt, auch für Arbeit stehend. Ihr werkelt hier an etwas ganz Bestimmtem, liebe Stiere. Ihr versucht hier etwas aufzubauen, respektive aber auch etwas zu vergraben oder begraben, was in der Vergangenheit hier ist. Das ist aber für ja, nur ein paar von euch wahrscheinlich der Fall. Die 3 der Stäbe auf die 10 der Stäbe. Viele von euch haben die Erwartungshaltung, denn das ist die Erwartungshaltung, auch positives Denken, optimistisches Denken ist hier drin dargestellt, dass wenn ihr jetzt schon im Prinzip viel auf euch ausladet, dass es später besser wird. Ich kann euch gerne ein Beispiel nennen. Es gibt mehrere Bereiche natürlich, aber ein aktuelles Thema beispielsweise, weil ich es erst gestern gemacht habe, ihr macht euch jetzt schon zum Beispiel ja, mehr Arbeit, damit man später weniger Arbeit hat. Und das mache ich oder habe ich gestern bezüglich Steuern gemacht. Ich mache mir jetzt schon etwas mehr Aufwand. Ich drucke jetzt schon die ganzen Belege aus. Ich mache jetzt schon Tabellen und Kalkulationen. Ich führe jetzt schon das Haushaltsbuch. Ich mache jetzt schon die Bilanz. Und damit ich es später dann nicht alles wieder auf einen Schlag machen muss, nicht mich tagelang hinsetzen muss und dann die kompletten Steuern machen muss, sondern ich arbeite jetzt schon darauf vor, dafür etwas intensiver, dafür etwas hingebungs- und elanvoller, damit ich später weniger Arbeit habe. Das ist natürlich nur ein Beispiel, liebe Stiere. Ihr habt hier definitiv eine sehr allgemeine Situation erwischt, die für viele von euch in sehr differenten Maße und in sehr differenten Angelegenheiten tatsächlich individuell zu interpretieren ist.
Die 3 der Stäbe auf die 10 der Stäbe besagt aber sehr, sehr deutlich, dass man erwartet, wenn ich jetzt mehr arbeite, habe ich später weniger Arbeit. Und das ist hier der Hauptgrund, warum viele von euch sich hier auch sehr reinhängen oder sich ins Zeug legen. Natürlich das Ziel, wie schon gerade gesagt, für viele von euch höchstwahrscheinlich sehr different. Eine Klärung zur Sonne. Ach, der Stäbe, die nächste Stabkarte. Hier in der Mitte, bis auf die Kraft, sind hier nur Stabkarten zu sehen in dieser Reihe hier in der zweiten. Die 8 der Stäbe auf die Sonne hier geklärt. Das sind Gespräche, das sind Kommunikationen, teilweise ist da auch Bewegung verzeichnet. Ich glaube tatsächlich, dass viele von euch, und das ist jetzt speziell, liebe Stiere, vor allem für diejenigen, für die das hier resoniert, nämlich die 9 der Stäbe auf den Stern, das ist die Verletzung, das ist die Enttäuschung, das ist der Frust, das ist das Anhängsel aus der Vergangenheit. Und ich sehe es hier in der Spiegelung auf die 8 der Stäbe. Und man spricht von 9 Stäbe auf 8 Stäbe, von einer Reduzierung. Und das heißt im übertragenen Sinne, dass viele von euch im Laufe einer gewissen Zeitspanne und möglicherweise benutzt ihr oder zweckentfremdet ihr hier euren Einsatz, euren Elan als eine Art Ablenkung von diesem Thema, um es überwinden zu können, damit dieses Thema weniger gewichtet werden kann. Ihr widmet euch mehr der Arbeit, dass ihr eine Enttäuschung sozusagen hinten anstellt, beziehungsweise daran gar nicht denken müsst. Ja? Etwas derartiges. Also ich sehe hier für viele von euch, vor allem für die das hier resoniert, Ablenkung drin. Und zwar ist das dann in dem Sinne aber auch erfolgsversprechend und positiv, denn man traut sich hier potenziell über etwas Vergangenes zu reden und sich zu öffnen. Hier ist Freiheit, deswegen sage ich hier, man traut sich zu öffnen. Möglicherweise war man vorher verschlossen, was dieses Thema angeht. Möglicherweise hat man über etwas ganz Bestimmtes nicht gerne geredet. Möglicherweise hat man sich ja so sehr abgeschottet, dass man nicht mehr seine engsten Freunde, Bekannte, Zugangspersonen involviert hat. Das ist für viele von euch nicht das Hauptziel, aber eines der Ziele, welches es hier gilt zu erreichen. Und dadurch, dass ihr hier ein Projekt am Laufen habt, so sage ich das jetzt mal, das kann natürlich, wie schon gesagt, für viele von euch etwas Differentes sein, werden hier auch viele von euch imstande sein, über etwas, was in der Vergangenheit euch Schmerzen oder Leid zugefügt hat, hinwegzukommen oder eben drüber zu stehen. Die 4 der Schwerter. Die 4 der Schwerter, ähnlich wie der Stern, eine weitere Heilungskarte. Ihr habt hier zwei Heilungskarten. Jetzt tatsächlich, wenn es noch die Mäßigkeit kommt, habt ihr die dritte. Mit den 4 der Schwertern im Outcome werden viele von euch auch gedanklich ruhiger. Das ist hier eher gedankliche Heilung. Das ist eher Heilung in dem Sinne, dass man ja sich selbst sozusagen etwas Gutes tut. Das spielt hier eher auf die Selbstliebe beziehungsweise auf das Selbst sich etwas Gutes tun hin. Die Mäßigkeit wäre dann eher physische Heilung. Aber das hier ist gedankliche Heilung. Es ist hier die Meditationskarte, es ist die Stressvermeidung oder Stressminderungskarte. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, liebe Stiere, dass ihr in Zukunft euch weniger Gedanken über mögliche Probleme machen müsst, mögliche Strapazen oder etwas derartiges, was euch in Zukunft bevorstehen könnte, basierend darauf, dass ihr hier schon Vorsorge betreibt, beziehungsweise ja, euch stark reinhängt, damit man es später nicht mehr machen muss. So etwas wie Altersvorsorge, aber Altersvorsorge ist hier für euch, also für diejenigen, für die das Reading hier resoniert, nicht nur, dass man ja einen Geldbetrag irgendwo reinzahlt und später ein bisschen was davon zurückbekommt. Das ist nicht diese Altersvorsorge. Das ist hier Altersvorsorge in dem Sinne von, dass man sich jetzt auch schon gesünder ernährt, dass man jetzt schon dafür sorgt, dass man später weniger leidet. Man ernährt sich jetzt hier gesünder, man treibt mehr Sport, man konzentriert sich mehr, man trainiert sein Gehirn zum Beispiel, sein Verstand, man trainiert sein Erinnerungsvermögen. Also das ist diese Altersvorsorge. Nicht nur das Finanzielle, damit man dann später noch ein bisschen Geld hat, sondern ne, dass, ja, dass es einem eben auch später gut gehen soll. Und da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, die man jetzt schon angehen kann. Das haben viele von euch hier in diesem Reading erkannt schon. Also man sieht es hier in diesem Reading, dass ihr das erkannt habt. Und das wird euch in Zukunft auch wirklich zugutekommen. Vor allem, was euer Gewissen angeht, was euren Verstand angeht, euren Charakter angeht und vor allem eure Gedankenenergie angeht. Eine Klärung zu den 9 der Stäben.
Das ist das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals auf den Sternen. Viele von euch erfüllen sich hier einen Wunsch, einen Traum oder ein Ziel, welches sie schon lange verfolgen. Das ist hier diese Spiegelung. Rat des Schicksals umfasst einen längeren Zeitraum. Es ist aber auch so etwas wie ein Lebenswunsch oder ein Lebensziel, welches ihr hier verfolgt. Rat des Schicksals auf Stern ist eben diese Deutungsvariante. Und Rat des Schicksals auf die 9 der Stäbe besagt, dass viele von euch eventuell in der Vergangenheit etwas wirklich Negatives, Einschlägendes, Verletzendes erlebt haben. Und das ist aber auch... ja, gilt darüber zu reden bzw. dies zu verarbeiten. Was hier passiert bezüglich dieses verletzenden Themas hier, ist eher die Ablenkung. Aber durch diese Ablenkung generiert ihr sozusagen eine Minderung der Gewichtung dieses Themas. Also je mehr ihr euch einer Sache widmet, desto unwichtiger wird die andere Sache, um es mal ja, auf gut Deutsch auszudrücken. Ne? Aber man sieht es hier sehr, sehr deutlich, dass viele von euch sich diesbezüglich mehr öffnen, freier werden, dass das Thema euch weniger stört oder weniger Unbehagen bereitet. Das sieht man hier sehr, sehr deutlich. Und mit dem Rat des Schicksals ist hier deutlich gemacht, dass man in diesem Sinne Handlungsbedarf hatte, dass aber eventuell auch dieses Thema in der Vergangenheit passieren hat müssen, damit man in Zukunft weiß, was man nicht mehr möchte. Das ist die Rat des Schicksals, schicksalshafte Fügung, schicksalshafte Ereignisse und Entwicklungen, die euch hier in der Konjunktion zum Wachstum sozusagen erstmal angetrieben haben. Was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Das kann man hier sehr, sehr gut sehen mit dem Rat der Kraft und der Herrscherin. Was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Genau das ist hier in dieser Konjunktion dargestellt. Und es hat euch bei eurer Entfaltung und Entwicklung definitiv unterstützt und euch dabei beflügelt. Eine Klärung zur Kraft. Der Herrscher. Ich habe mir noch gedacht, dass das hier für viele von euch mit Sicherheit mit einem ganz bestimmten Menschen zu tun hat. Nicht für jeden von euch, das ist für viele von euch auch unabhängig, denn dieses Fundament, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, das macht man nicht immer für sich alleine, sondern oftmals aber auch in Gemeinsamkeit. Herrscher auf 6 der Schwerter, und man sieht hier eben, dass dieser Mensch hier in diesem Boot nicht alleine ist. Also der sorgt auch für andere Menschen vor oder für beide, also für sich selbst und andere Menschen eben. Der Herrscher kann hier in vielerlei Situation zu euch stehen. Das kann ein Traummann oder eine Traumfrau sein, das kann der aktuelle Partner oder die aktuelle Partnerin sein. Das kann tatsächlich aber auch ein Familienmitglied oder ein bester Freund, beste Freundin hier sein. Definitiv trägt man hier nicht nur Sorge für sich selbst, sondern sorgt auch für einen bestimmten Menschen vor, den ihr sehr hoch gewichtet, der euch sehr, sehr wichtig ist. Er muss hier nicht auf der klassischen Art und Weise liebestechnisch resonieren. Also ihr müsst hier nicht unbedingt liebestechnische Gefühle für diesen Menschen haben. Das kann für einige von euch natürlich der Fall sein. Ich sehe es aber deutlich nicht für jeden von euch. Herrsche auf Kraft. Kräftig sein, mutig sein, tapfer sein oder stark sein für jemanden ist hier für einige von euch dargestellt. Viele von euch, und das sieht man hier in der Konstellation, errichten dieses Fundament, diese Basis, auf der man dann aufbauen kann, oder diese Basis, die man schaffen möchte, bezüglich eures Vorhabens, tatsächlich in Zusammenarbeit mit diesen Menschen. Es ist hier sehr, sehr deutlich, dass nicht alle von euch Einzelgänger sind und nicht alle von euch an dieser Basis hier alleine schrauben müssen. Viele von euch haben hier Unterstützung und arbeiten da im gemeinsamen Sinne dran. Eine Klärung zu den 4 der Stäben. Die 5 der Stäbe und wiederum Stabkarten. 9 Stäbe, 4 Stäbe, 3 Stäbe, 8 Stäbe, 10 Stäbe, 5 Stäbe. Okay, ihr habt hier sehr, sehr viel Arbeit vor euch, liebe Stiere. Aber ich glaube, dass ihr diese Arbeit gerne erledigt, weil ihr wisst, dass es sich später auszahlen wird. Das ist hier hinten die Sonne. Das gefällt mir hier tatsächlich am besten. Mit den 5 der Stäben auf die 4 der Stäbe hat man eine Etablierung. Und zwar wird bei dieser Basis, bei dieser Grundbasis oder bei den Grundbausteinen, kann man natürlich auch sagen, wird hier nicht jeder konform gehen. Das sieht man hier. Das ist eine Chaoskarte, eine Konflikt- oder eine Streitkarte. Und hier in der Spiegelung zu euch erwarten euch hier einige Strapazen oder Ungereimtheiten. Es wird hier nicht alles wie an der Schnur gezogen funktionieren, liebe Stiere. Es wird hier einige Probleme geben. Es wird hier natürlich einige
Strapazen geben, Hürden geben, die es gilt zu überwinden oder Dinge, also so, ich sehe hier keine riesengroßen Probleme, ne, aber halt Dinge, um die man sich kümmern muss, Dinge, die man aus der Welt schaffen muss, um diese Basis zu erreichen. Das sieht man hier recht deutlich. Ich kann euch auch sagen, dass einige von euch bei diesem Schaffen dieser Basis beziehungsweise bei dem Realisieren eures Projektes hier sich sehr anstrengen, manche zu sehr anstrengen. Da hört bitte vor allem auf euren Körper, liebe Stiere. Wenn es hier Richtung Überarbeitung geht, wird euch definitiv eine bestimmte Bezugsperson hier bremsen und sagen, du, jetzt mach mal bitte Pause und trink mal einen Kaffee oder leg dich mal hin, denn du arbeitest zu viel. Wenn das bei euch passiert, und das wird bei vielen von euch passieren, hört bitte auf diesen Menschen. Euer Körper und euer Geist werden es euch danken. Eine Klärung zu den drei der Stäben. Das Ass der Stäbe. Und es geht weiter hier mit Stäben. Wie schon vorhin gesagt, Stäbe bedeuten Arbeit, Hingabe, Elan, aber auch hier dieses, die Leidenschaft oder das Herzblut, habe ich, glaube ich, vorhin gesagt. Ihr arbeitet hier wirklich mit vollem Herzen an einem bestimmten Projekt. Und für manche, für euch ist das tatsächlich mit Liebe beflügelt, beziehungsweise hat natürlich liebestechnische Hintergründe. Für die allermeisten von euch ist es tatsächlich diese Devise, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Sieht man hier auch nochmal sehr, sehr deutlich. Assstäbe auf drei Stäbe. Ihr habt bezüglich jetziger Handlungen, jetziges Einsetzen, jetziges wirklich sich reinhängen, habt ihr Erwartungen, dass in Zukunft die Arbeit weniger wird, beziehungsweise, dass man es in Zukunft eben leichter haben wird, dass man jetzt ein bisschen was macht, damit man später nicht alles machen muss. So nach der Devise. Natürlich ist das sehr auf die persönliche, individuelle Situation zu beziehen, liebe Stiere, aber mit dem Ast der Stäbe auf den Herrscher hier in der Spiegelung tut ihr vieles hier auch für einen ganz bestimmten Menschen. Und man darf hier nicht außer Acht lassen, dass der Herrscher hier zwar nicht spiegelt und auch nicht konjungiert mit euch, allerdings folgt ihr auf dem Herrscher. Und für viele von euch kann das auch sehr, sehr gut sein, dass einige, und das ist jetzt aber speziell, an sich arbeiten, um anderen Menschen gefallen oder andere Menschen in ihr Leben zu ziehen. Und das ist hier das Hinzuarbeiten zu einem Traumpartner, zu einem Wunschpartner und ist vor allem für diejenigen resonant, die im Moment etwas daran zweifeln, dass es für sie noch den richtigen Menschen gibt. Und das, wie schon gesagt, bitte speziell behandeln. Man sieht es hier relativ deutlich, muss ich sagen, aber das wird auch nicht für alle von euch tatsächlich so resonieren. Es ist ja auch oftmals die Arbeit an sich selbst dargestellt, das eigene Verbessern aufgrund dessen, dass man hofft, dass dann dadurch im Prinzip Leute, Menschen in euer Leben gezogen werden. Eine Klärung zu den Acht der Stäben. Die Liebenden, ja. Die Liebenden ist hier die letzte Karte. Sie ist gespiegelt auf die Rat-des-Schicksals-Karte. Für viele von euch ist hier definitiv ein Vorarbeiten bezüglich eines Fundamentes, einer Basis, eines Grundes sozusagen für die Familie, für die ganze Familie, vielleicht auch für die Partnerschaft. Definitiv aber auch dieses Projekt ist bei euch eine Beziehung oder Partnerschaft. Das ist auch für viele von euch tatsächlich der Fall. Sieht man hier recht deutlich. Einige von euch werden sich gegenüber bestimmten liebgewonnenen Menschen oder bezüglich eurer Nächsten öffnen können bezüglich eines vergangenen Themas. Das ist auch im Speziellen die Liebenden auf die Sonne. Puh, das sieht sehr, sehr positiv aus. Vor allem im liebestechnischen Bereich für diejenigen von euch, die hier an der Liebe arbeiten. Und egal, ob man das dann an einer Partnerschaft im Außen macht oder ob man an sich selbst arbeitet, damit andere einem besser gefallen. Da muss ich gleich aber sagen, ihr müsst euch erst einmal selbst lieben, damit andere euch lieben können. Das ist hier schon mal Grundvoraussetzung. Aber das ist auch nur nebenbei, denn es kann hier für viele von euch ein sehr differentes Projekt angezeigt sein, welches aber hier großes Potenzial hat. Wenn man sich jetzt reinhängt, wenn man jetzt schon einen Teil der Arbeit erledigt und vielleicht sogar den Hauptteil erledigt, ihr werdet es euch später tatsächlich danken, denn ihr habt später mehr Zeit, und das sieht man hier in der Spiegelung mit dem Rat des Schicksals auf die Liebenden sehr deutlich, für eben schöne Dinge im Leben, andere Dinge im Leben, Dinge, auf die es dann wirklich ankommt, wie zum Beispiel Zeit mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten. Zeit mit der Familie ist hier drin dargestellt, die
Ja, im Englischen sagt man die Quality Time. Im Deutschen gibt es da nicht wirklich einen richtigen Ausdruck dafür. Ich nenne es eben die Zeit, die die schönen Momente sozusagen verursacht. So kann man im Prinzip Quality Time tatsächlich umschreiben. Ihr habt hier den Mond im Outcome. Ihr habt den Mond im Outcome, der deutet ein bisschen auf Zukunftsängste hin, möglicherweise aber auch das Unsichere. Zukunftsbezogen unsicher. Ich bin mir hier doch relativ sicher, dass viele von euch auch deswegen etwas vorarbeiten, weil man nicht weiß, wie lange man dazu noch imstande ist, beziehungsweise weil man nicht weiß, wann es denn soweit ist und man hätte dann einen ganzen Berg voll Arbeit. Es gibt hier einen bestimmten Faktor, den ihr nicht unbedingt, ja, klar sehen könnt, den ihr nicht unbedingt abschätzen könnt, der euch eventuell sogar Angst machen kann. Diese drei Karten schaue ich mir jetzt natürlich im weiterführenden Reading noch etwas genauer an, liebe Stiere. Sollte ich hier eine Situation von euch aufgegriffen haben, solltet ihr euch darin erkennen und ihr gespannt seid, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Unten in der Infobox gleich der erste Link führt euch dorthin. Es ist natürlich nach wie vor kein Muss. Ich wünsche euch viel Kraft, ich wünsche euch Engagement, ich wünsche euch Durchhaltevermögen, liebe Stiere. Ich sehe euch hier auf einen sehr, sehr guten Weg, der euch später dann auch wirklich vergütet wird und der euch später dann nicht nur von euch selbst, sondern auch potenziell von Bezugsmenschen gedankt wird, dass man sich jetzt schon reinhängt. Liebe Stiere, bleibt gesund, habt einen schönen März, würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin macht es gut.